Ja, nee, ist klar. Der Hubschrauberpilot ist Messi. Genauso wie der, das eine Monster ist ein Messi wegen seiner Wohnung. Und, was? Ein Emblem? Ah, das können wir dahin tun. So, eine Uhr. Das können wir dahin tun. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das da sieht doch verdächtig aus, als wenn wir irgendwas damit machen können. Lassen wir das erstmal, die Fliegerbrille. Den da nehmen wir mit, den da nehmen wir mit, den da nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Und der Jet fliegt dahin. So, den Regenschirm, der sieht doch verdächtig aus. Aber nein, nur diese komische Uhr. Thermoskanne? Ah, Tee. Glastee. Taschenlampe. Taschenmesser. Schon wieder diese Rotorblätter. Was auch immer wir damit anstellen können. Ich weiß es nicht. Und es fehlen noch irgendwie zwei von diesen Abzeichen. Was suchen wir eigentlich? Abzeichensammlung, Helikopter und zwei Taschenmesser. Da ist noch ein Taschenmesser. Wo ist denn bitte der Helikopter? Da ist noch ein Abzeichen. So, ist da mal kurz hingeflogen. Und noch ein Abzeichen. Und die Feenlein-Fieselschweif-Abzeichen sind alle beisammen. Und das Taschenmesser auch. Jetzt muss ich nur noch dieses Rotorblatt irgendwo auf einen Hubschrauber bauen. Wo könnte der denn... Ja, klar. Gut gemacht. Wir haben das letzte... da oben. Zack. So. Wow! Ein Bunker unter der Jagdhütte! Wer hätte das gedacht? Die Ärsche waren nicht nur böse, sondern auch schlau! Hoho, ja. Wie schlau die doch sind. Genau, deswegen haben sie auch mit einer Axt. Bloßen Händen kann ich die Axt nicht herausziehen. Ich brauche Handschuhe. Ich muss den Draht tauschen und isolieren, um diese Schalltafel zu reparieren. Ja, ich rede gerade total überbetont. Warum, weiß ich auch nicht. Mit der Axt kann ich hier irgendwas machen? Kann ich den Baum... was ist das denn? Ah, Äste entfernen mit der Axt. Zack, zack. Für mich ist das Loch zu klein, aber ein kleiner Hund passt da immer rein. Oh, was hat er denn da gefunden? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Kippschalter. Okay, gut. Ein Kippschalter. Den können wir hier nicht einsetzen, oder? Nein, können wir nicht. So, mal schauen. Hier ist gerade gesperrt, die Jagdhütte. Warum können wir hier irgendwas tun? Nö. Hö. Bla bla bla. Ja, klick. Hä, was ist das denn? Ein Kippschalter, der den Kasten öffnet? Isolierband. Und Draht. Na, da ist doch klar, was wir damit machen können. Wir können hier uns mal eben schnell mit basteln. Und zack. Schalte alle Lämpchen auf der Schalttafel an. Jedes Lämpchen kann nur einmal angeschaltet werden. Klar, weil es dann an ist. Ah, echt jetzt. Oh oh. Ich hätte vielleicht mit dem anfangen sollen. Fangen wir mal mit dem an. Ah, Mist. Ah, da komme ich zu dem hier nicht rüber. Nein, nein, so knapp. Och, Mensch, das war echt knapp. Na, nee, Moment. Nee, von dem komme ich nicht darüber. Aber, ah, ich könnte es vielleicht andersrum machen. So. Nein, 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 das war falsch.
Also nochmal so wie von Anfang an. Lalala, lalala, lalala. Könnte ich jetzt vielleicht einfach hier rüber gehen? Zack, 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 zack. Mal sehen von hier. Nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Mal sehen. Nach da, nach da, nach da, nach da. Nach da. Da. Nein. Da, nein. Da, nein. Man, das geht irgendwie nicht auf gerade. Nein, so wird das nichts. So, 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 so. Okay, gut. Versuchen wir es erneut. So, mal sehen. Der, 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 der. Okay, der, 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 der und der. Geht doch. Ab in den Bunker. Jo. Okay. Ah, da passt der Zettel dran. Zack. Wir ohne einen Code und eine Karte. Na toll. Natürlich hat er die Karte wieder weggeschmissen. Echt jetzt? Ohne eine Codekarte? Ah, brauche ich nicht. Codekarte. Ja, hier braucht man Netzwerkstecker. Aber ich habe keine Netzwerkstecker. Ich schleppe stattdessen zwei Landesflaggen mit mir rum. Was für ein seltsames Gerät. Es scheint 3D-Hologramme von Bildern herzustellen. Können wir da unseren Hund reinstecken? Ah nee, der ist ja schon 3D. So, was ist das? Wenn es mir gelingt, eine Nachbildung des Auges anzufertigen, kann ich das Schloss öffnen. Okay. Gut. Dann nicht. So, mal sehen. Ja, klar. Nein, den Hund. Zack, zack. Mal kurz rein. Und er kommt wieder mit Spinnenweben. Und einer Sonne. Eine Sonne, eine Sonne, eine Sonne, eine Sonne, 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 Sonne. Wo war denn die Sonne? Hä? Warum? Warum sagt er, hier soll irgendwo eine Sonne sein? Ah, da! Ja, da, die Kiste. Zack. Die Codekarte, die Codekarte. Dann können wir dann wieder zurück. Natürlich, der Typ hat ja aus dem Bunker die Codekarte genommen und hat sie da reingetan. Ach, ja, klar, ist normal. So, 4, 7, 5, 5. Und da drin ist, wenn ich eine Spritze hätte, könnte ich... Ja, die Spritze hast du ja dem komischen Monster ins Herz gejagt. Ich hatte nur 3 Spritzen. Sieht aus wie ein Betäubungsmittel. Gucken wir mal, was da ist. Der böse Mann, der erst, wenn ich klicke, irgendetwas tut. Karl hat den Verstand verloren! Sorry, das war ein bisschen laut. Erst zerstört er seinen Neffen und nun experimentiert er an sich selber herum. Aber haben wir uns alle nicht irgendwann mal an uns selber herum experimentiert? So, im gewissen Alter? Ein Notausgang! Momentan brauche ich ihn nicht. Oh je, ich glaube, K. ist bereit für sein letztes Experiment. Oh, was ist das denn? Wenn ich die fehlenden Teile... Klar, fehlt wieder mal irgendwas. Ja. So, was haben wir noch? So, hier. Ah, ein Schlüssel. Das Gewehr ist nicht geladen, natürlich. Wenn doch bloß irgendwo eine Spritze herumliegen würde. Ja. Sollte nicht in die Flüssigkeit laufen. Können wir unseren Hund da reinschicken? Kann man wegbrennen? Nein. Okay. Wenn ich die fehlenden Teile finde, kann ich die Rückverwandlung starten. Die Frage ist nur, will ich das? Weiß nicht. Gut, gucken wir mal. Da soll irgendwas sein? Hier? Ich glaube nicht, dass ich hier etwas gebrauchen kann. Chemikalien. Diskette einschieben. Warum zeigt mir das Ding denn... Ah! Sternförmiger Schlüssel. Zack! Eine Spritze. Eine Spritze, die ist lustig. Eine Spritze, die ist toll. Hä? Völlig falsche Melodie.
Warum singe ich auf einmal so einen Müll? Gefüllte Spritze, die können wir hier ins Gewehr laden. Zack. Aber warum haben wir noch so viele Gegner? Jo. Ein Bär von einem Mann und das Spiel pausiert gerade, bis ich kurz mal auf ihn schieße. Gut, K schläft friedlich. Während mich K an den bösen Gegenspieler von Kid, damals aus Knight Rider, hieß nicht der gute Kid und der böse hieß K? Nun muss ich den Verwandlungsprozess irgendwie umkehren. Ja, indem ich hier dieses Rückverwandlungsmodul irgendwo finde. Vielleicht hatte er es ja an seinem pelzigen... Ja, natürlich, er hat eine Diskette irgendwo in seinem Pelz versteckt. Was, das einzige Relikt seiner Menschlichkeit, seine Augen? Kann ich davon irgendwie... Natürlich kann mein Bildtelefon keine Fotos machen. Aber wir wissen ja jetzt, dass wir hier den Computer haben. Können wir eine Diskette reinschieben. So, rote rein und... Klar, ich schiebe eine rote Diskette in den Computer und da geht ein Fach auf, ein Geheimfach mit Metallring. Ja. Das ist doch normal, das passiert immer. Ist mir auch irgendwie letztens ständig passiert. So, dass ich irgendwo was reingeschoben habe und dann plötzlich Metallring rauskommt. Ja, also eine Diskette in einen Computer. Höchstwahrscheinlich... Nein, da passt das irgendwie nicht. Aber wo das jetzt genau passt, habe ich jetzt keine Ahnung. Merkwürdig. Was kann ich denn hier noch machen? Ach, da liegen noch Chips. Ah, Chips. So. Ach, Na toll. Info. Orten die Kugeln entsprechend der Ringfarben an. Die Kugeln können entlang der Linien verschoben werden. Die Ringe können gedreht werden. Och, nö. Nein. Muss das sein? Okay, das ist grün. Mal sehen. Rot. Da haben wir nochmal grün. Den roten in der Mitte müsste ich irgendwie wegkriegen. So, da ist rot. Toll. Rot. So. Schieben wir rot mal nach außen. Das dauert viel zu lange. Na gut, ich... Wie ich solche Minispiele doch überaus nicht mag. Weil ich müsste jetzt eigentlich quasi hier schieben, dann kann ich den roten dahin schieben, dann kann ich hier drehen. Hier habe ich aber gerade keinen grünen, scheinbar. Moment, das ist gelb. So. Den roten hier raus. Den gelben da rein. Den grünen da raus. Den gelben da rein. Ja, ich mache es jetzt ausnahmsweise mal. Den grünen da raus. Den gelben da rein. Müssen wir nochmal rumdrehen. Nein, da war doch ein gelber! Den gelben da rein. Den grünen. Nein, den grünen! Den grünen da raus. Den roten da raus. Wir haben es gleich. Hä, warum dreht er das denn jetzt in die Richtung? Grün daraus. Den roten daraus? Da ist noch ein gelber. So, den gelben da rein. Okay, was haben wir denn noch? Da oben ist noch ein roter, falsch. Den roten daraus. Toll, wir haben alle roten einsortiert, merke ich gerade. Gelben daraus. Den roten daraus. Einmal rumdrehen. Lalalala. Nach diesem Minispiel mache ich eine kurze Aufnahmepause. So. Nein, das sollte ich nicht machen. Ich sollte hier den roten verschieben.
So, dann den gelben. Und dann den grünen und den roten. Ich hab's gleich. Und dann mache ich die wohlverdiente Pause. Nein! Wenn ich... So, machen wir es mal so rum. So, so. Ich hab's gleich geschafft. So, den dahin. Nein, das war ja... Ah, da war schon richtig. So, den roten dahin. Den grünen dahin. Den roten dahin. Und den grünen dahin. Zack. Und offen. Da.